Hey Leute und willkommen zu der nächsten Folge von der Stürmerkarriere beim FC Bayern München mit Robert Lewandowski. Rechts oben beim i ist die letzte Folge verlinkt. Die allererste Folge war das, um genau zu sein. Wir gucken auf den Spielplan, denn heute gibt es ein paar mehr Spiele. Ich gönne heute mal richtig, denn das letzte Vorbereitungsspiel gegen die AS Roma zählen wir nicht richtig mit. Das handhabe ich nämlich wie mit den Länderspielen. Das hatte ich, glaube ich, in der letzten Folge auch schon angesprochen. Denn da unten kommen schon Länderspiele. Die werde ich einfach so minimal kurz schneiden, dass ich die quasi fast nicht berücksichtige. Heißt, in der heutigen Folge sind die zwei Spiele gegen Düsseldorf und Freiburg und gegen Kolumbien. Das schneide ich eben so richtig kurz mit rein. Und natürlich auch dann hier das Spiel gegen AS Rom, was ich richtig kurz reinschneide. Also immer noch zwei Spiele pro Folge. Aber diese Länderspiele, wie jetzt hier dann wieder, die werden einfach dann noch als drittes Spiel mit reingepackt, aber wirklich ganz, ganz kurz geschnitten. Und deswegen gibt es heute dann quasi schon vier Spiele, wo eben dann die zwei, also das Vorbereitungsspiel und das Länderspiel, kurz geschnitten sind. Und Bayern gegen Düsseldorf und Bayern gegen Freiburg dann ganz normal geschnitten sind. Und in der nächsten Folge gibt es dann auch wieder das Spiel, was richtig kurz geschnitten ist. Und dann wieder zwei Bundesligaspiele gegen Stuttgart und Hoffenheim. Sonst kommen wir einfach nicht voran in der Liga, weil wir wollen die Saison ja auf jeden Fall noch beenden. Heute habe ich keine Kamera am Start, so wie wahrscheinlich auch nächste Folge, weil ich jetzt zwei Folgen hintereinander aufnehmen werde. Und im absoluten Schlabber-Look oder wie auch immer bin, ich hatte jetzt keinen Bock mehr, mich fertig zu machen. Und ja, deswegen nehme ich einfach ohne Kamera auf, aber das passt schon. Let's go, wir starten direkt rein. LOL, 1:0 für die Gegner, für Rom. Das ging ziemlich schnell. Jawohl, yes, 1:1, der Mike macht ein Tor. Halbzeit. Und Tolisso, 2:1 Spiel gedreht. Oh, was? Ich wollte nicht mal so ein Hackending machen. Oh Gott, jetzt. Schuss! Oh. Oh, die Entscheidung auf dem Fuß gehabt. Alter, ich darf mein Land vertreten. Also, Polen. So, dann geht's ins erste Bundesligaspiel. Übrigens, habt ihr abgestimmt, dass ich die Stürmerkarriere fortsetzen soll und nicht die Verteidigerkarriere? Denn bei der Verteidigerkarriere waren wir bei Düsseldorf. Habe ich euch in der letzten Folge abstimmen lassen, ob wir weiterhin die Stürmerkarriere machen sollen und die beenden sollen oder die Verteidigerkarriere. Und ihr habt für die Stürmerkarriere gewotet, deswegen gibt es auch hier die Stürmerkarriere als zweite Folge quasi jetzt. Und das Ganze auch mit meinem ersten Tor gerade eben. Ich bin jetzt gespannt, wie es in der Liga aussieht gegen Düsseldorf in Düsseldorf. Erstes Spiel wird interessant. Mal schauen. Also so richtig viele Chancen hatte ich jetzt nicht. Also ich glaube, ich hatte nicht mal einen krassen Schuss aufs Tor. Einen geblockten hatte ich, das weiß ich, aber mehr nicht. Jetzt den haben wir uns geholt. Und den machen wir rein. Jawohl, ein bisschen überlegt, fast schon zu viel überlegt. Aber er ist trotzdem drin. 1:0 für die Bayern, auswärts. Jawohl. Ah, da war der Laufweg auf jeden Fall richtig. Und das passiert mir selten, das passiert in der Trainerkarriere viel, viel öfter, dass man den Gegnern den Ball so abluchst. Das ist in PES tatsächlich oft so, dass das passiert. Aber in der Spielerkarriere passiert mir das sehr, sehr selten. Jetzt ist es mir passiert, mal wieder. Und dann habe ich ihn zum Glück auch reingemacht. 1:0, 30. Spielminute. Erstes Saisontor. 1:0 zur Halbzeit. Es geht nicht so viel. Ich meine, man sieht ja auch die Aufstellung der Bayern. Ich weiß nicht, ob das jetzt daran liegt. Ich will es auch nicht darauf beschwören, aber guckt euch die mal an. Also, es ist ein bisschen strange. Ich meine, die von den anderen sieht auch nicht gerade geil aus, aber ein bisschen strange ist es schon. Ich komme echt zu wenig Chance. Man sieht ja hier drei Schüsse, nur einen aufs Tor. Also, das müsste eigentlich mehr sein. Aber ich kann halt leider nicht viel ändern. Ne? Ich bin halt nur, in Anführungszeichen, der Stürmer und muss halt die ich bekomme, versuchen, schön weiterzulegen oder eben reinzuballern. Und jetzt vielleicht, ja, er rollt rein.
Er rollt rein, James Rodriguez. Oder er fliegt rein, nicht rollt. 2:0, jawohl. Letzter Angriff des Spiels, würde ich mal sagen. Ja, 0 Minuten Nachspielzeit. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ein Sieg. Der erste Sieg direkt ein Tor gemacht. Das Ding ist, mein Tor war auch so, naja. Gut, ich habe ihn mir selbst geholt. Die Gegner haben ein bisschen gepennt. Das 2:0 war auch so, naja. Und man sieht es auch jetzt in der Statistik. 4 Schüsse, 2 aufs Tor. Es ist meiner Meinung nach zu wenig. Wir spielen uns zu wenig Chancen heraus. Und deswegen können dann auch... Es gibt fast keine Highlights, die ich reinschneiden kann für euch. Es ist fast genauso wie beim anderen Spiel gerade eben, dass ich so ultra kurz fassen wollte. Also, wir haben keine Chancen, wir haben keine Schüsse daneben. Das ist... Die, was wir haben, sind zwar gut und die sind ja auch mit Glück jetzt reingegangen, aber... Ja, du, ich weiß nicht. Also, irgendwie hat mir das noch nicht ganz so gefallen. Oh, was? Freiburg führt in der, glaube ich, 2. Minute oder so. Das ist, die haben einen Anstoß gehabt, haben den Ball nach vorne gespielt, in die Mitte und drin. What the actual fuck is going on now? Was zur Hölle? Jawohl! Yes, yes, yes! Robert Lewandowski, wir machen das Tor 1:1. Tatsächlich auch mit unserer ersten guten Chance. Ich konnte mich hier gut durchsetzen, aber da war auch ein bisschen die Lücke da. Und dann steht es hier 1:1, sauber. Lololololol. Lololololol. Komm, 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 komm. Zieh, Junge, zieh, Junge, zieh, Junge. Und jetzt in die Mitte. Das war zwar nicht genau Mitte, aber da ist jemand. Ribery. Eine Vorlage haben wir auch gegeben. Und einen dritten Scorerpunkt jetzt bereits im zweiten Spiel. Und so muss das laufen. Ein bisschen Platz da hinten bei Freiburg. Ja, nicht mal 10 Minuten. 9. Minute. 1:2. Wir führen. Da ist die nächste Chance. Arjen Robben muss sich da irgendwie durchstochern. Trotzdem nicht schlecht. Und so will ich das auch sehen. Das ist genau das, was ich gemeint habe. Einfach ein paar mehr Chancen. Alter, wie viele Bälle ich hier jetzt abfange gegen Freiburg. Einfach ein paar mehr Chancen und dann fällt irgendwann das Tor. Und dann hat man auch ein bisschen was zu sehen. Ein paar Highlights und irgendwas. Boah, Pfosten. Jawohl, 3:1, Führung noch mehr ausgebaut. Franck Ribery. Vor allem nach 34 Minuten. Lol. Das war geil gemacht, komm, leg ihn nochmal rüber. Oh. 1:3 zur Halbzeit, 6. und 9. Spielminute, das ging relativ schnell hintereinander, weil Freiburg ja auch in der 2. Minute schon in Führung gegangen ist. Und dann nochmal Ribery in der 34. Das gefällt mir schon besser, 8 Schüsse, 3:1 ist fast ein bisschen hoch, aber na, ganz ehrlich. Also die Anfangsphase war nur krass, aber ansonsten ist das auf jeden Fall viel besser als gerade eben. Junge, 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 Neuer. Was ist denn mit dem Typen? Oh mein Gott. Komm, wieder auf Ribery, jawohl. Hattrick. Der Junge hat den Hattrick. 1:4. Und es ist wie beim 2:1. Ich mit der flachen Flanke auf Franck Ribery. Und der haut ihn rein. Er macht's aber nie, ne? Also er auf mich, das kommt nie vor. Alaba jetzt aber. Alaba, der macht's. 5:1 und ich mach ihn auch. Ich hau ihn rein. Er mit dem geilen Pass. Ribery macht's nie. Er hätte hier die Möglichkeit gehabt, wäre nicht schlecht gewesen. Weil so bin ich dann quasi, schieß mehr oder weniger aus dem Stand. Hat auch funktioniert, aber funktioniert seltener, als wenn ich ihn quasi im Lauf mitnehme. Ja, was? Jetzt Arjen Robben. Fuck.
1:5 lautet der Endstand. 2 Tore habe ich gemacht. 3 Ribery. Läuft. Kann man auf jeden Fall mal machen. So soll es gerne auch weitergehen. Im letzten Spiel, im Länderspiel Polen gegen Kolumbien. Alter, wir sind sogar in der Mannschaft des Monats August. Was ist da los? Jawohl! 1:0, Vorlage gegeben, Blaschikowski. Kann man mal machen. Boah! Was ein Hammer. Halbzeit. Oh, letzte Möglichkeit. Ich habe einfach nur noch Kreis gespammt, weil es einfach sauknapp war. Schlussendlich haben wir uns diesen Sieg einfach nur noch erkämpft. 9. Minute, das 1:0. 1-2 gute Chancen noch gehabt. Auf jeden Fall deutlich besser als Kolumbien. Aber es war auf jeden Fall nicht einfach. Ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war's dann mit der heutigen Folge. 4 Spiele in einer Folge ist auf jeden Fall krass. Nächste wird es auf jeden Fall nur noch 3 geben, aber das wird genauso cool. Ich bin gespannt. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Schaut auf jeden Fall beim nächsten Mal auch wieder vorbei. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao.